Die aktuellen Quartalszahlen aus Deutschland und Europa sind das reinste Scheibenschießen. Alle machen Gewinne, alle liegen über den Erwartungen. Ja, ist schon Weihnachten. Selbst die Commerzbank macht satte Gewinne. Wenn es so weitergeht, glaube ich tatsächlich noch, dass die Wirecard zurückkommt und auch noch dicke Gewinne machen wird. Nicht nur, dass das Unternehmen im abgelaufenen Quartal über 400 Millionen in Gewinn machte nach einem Verlust im Vorjahr. Es ist nicht nur so, dass die Kosten gefallen sind und die Risikovorsorge, also zurückgelegtes Kapital für ausfallende Kredite, deutlich niedriger ist, was in die Bilanz zurückkommt. Nein, die Commerzbank glaubt sogar, dass auch die Erträge steigen könnten. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielleicht noch eins. Tatsächlich traut sich jetzt das Management zu, das Gesamtjahr 2021 ebenfalls im Plus abzuschließen.